Hangout on Air ist jetzt auf Sendung. Das ist schön. Und direkt im Hintergrund Sirenen. Ja, ja, das braucht der Alan bestimmt gleich auch. Hast du vorher, bevor es jetzt dann in-game geht, noch irgendwelche Fragen, irgendwas, was wir noch absprechen müssen? Ich habe keine Ahnung, wie lange das heute dauert. Ich auch nicht. Gibt für mich definitiv einen Endpunkt. Weil ja im Verhältnis zu den anderen Charakteren ja auch noch ein bisschen was passieren soll. Deswegen kann ich es teilweise vielleicht nicht so weit mit dir bespielen, wie die Aussicht jetzt dann es scheinen lassen mag. Aber gucken wir mal. Genau, das klingt gut. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das als Einzelfolge lassen oder ob ich die anschließend irgendwie sozusagen schnipsel. Weil ich gehe davon aus, das ist auch schwierig, ne? Weil du hast jetzt gegen 10:30, 10:45 hast du dann, nee, du wolltest um 10:45 da sein, ne? Mhm. Mhm. Ja, das dauert maximal 10 Minuten dahin zu gehen. Mhm. Also ja, wird sich müsste ich mit den anderen 22:30 wird er sich irgendwo bei den anderen verdünnisieren. Mhm. Da können wir jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil ich natürlich jetzt nicht weiß, was die anderen vorher noch so gemacht haben, beziehungsweise ja, irgendwie warst du dann ja scheinbar nicht involviert. Mhm. Ja, das ist egal, da machen wir, muss ja nicht alles so hundertprozentig der Logik folgen. Ja, außerdem ist Ellen vielleicht ja auch schon ein Stück früher abgehauen, weil da ist ja gegenüber noch so ein toller Laden und da, das ist sehr verlockend, da unter Umständen mal einen Blick reinzuwerfen. Von außen nochmal. Nee, man kann da ja versuchen reinzukommen. Ach so. Mhm. Wolltest du das ausspielen? Jetzt? Nicht unbedingt. Okay. Weil ansonsten, wenn sonst nichts mehr ist, würde ich in Time gehen. Mhm. Weil das könnte man unter Umständen, falls so eine Situation nochmal auftaucht, kann man das nochmal vielleicht nachspielen. Mhm. Wie Ellen da reingeht, dann haben wir da irgendwie was zu tun. Ein Ziel vor Augen. Okay, na, ist gemerkt. Also schließt sich hinter dir jetzt langsam die Tür des Blind. Du hörst noch so gedämpft Stimmen und ein bisschen Musik. Und stehst jetzt auf dem Vorplatz unter der kleinen Laterne. Hast vielleicht noch so die letzten Worte im Kopf, die Robert oder Marjorie dir mitgegeben haben. Und atmest die kühle Septemberluft Edinburghs.
Zumindest ist das eine schöne Luft heute draußen. Ich werde mal zusehen, schnell zum Bahnhof zu kommen. Und dann wird Ellen schon losrennen. Im also Laufschritt. Du rennst quasi schon die Stufen dann hoch, kommst dann oben an dem kleinen Durchgang aus und musst dich von da aus direkt nach links wenden. Ihr seid jetzt mittlerweile diesen Weg ja schon ein paar Mal gegangen, auch als ihr zu George gegangen seid, um ihn in seine Hotelsuite zu besuchen. An diesem Gebäude wirst du auch wieder vorbeigehen und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder hinter dem Scotchman eine breite Treppe hinuntergehen und kommst dann direkt an den Gleisen im Prinzip aus, oder du gehst nochmal über die Brücke rüber auf die andere Seite und würdest dann von da aus im Prinzip durch die Booking Hall des Feverly oder der Feverly Station dementsprechend dann auch die Gleise erreichen. Also man kann von außen quasi direkt an die Gleise ran, würde für dich aber bedeuten, du müsstest so ein Gleishopping machen, um über die verschiedenen Gleise immer durch den Tunnel durch und Treppe hoch, wieder Treppe runter auf die andere Seite zu kommen, also zu Gleis 6. Und als erste Möglichkeit, oder du gehst über die Southbridge rüber und gehst durch den Haupteingang dementsprechend des Hauptbahnhofes. Das ist so eine ganz große Booking Hall, wo Robert morgens schon bei dem Gespräch mit der Schaffnerin da die ganzen Leute aufgehalten hat, weil er wichtige Informationen haben wollte. Ich denke, ich nehme lieber den ersten Weg. Da kann man schon mal gucken, ob es da mögliche Fluchtwege gibt. Oder ob irgendwas versperrt ist. Das wäre ziemlich blöd, wenn man irgendwo in ein Gleis reinrennen möchte und dann ist da ein Fallgitter runtergekommen oder sowas. Und der Weg ist versperrt. Mhm. Da kann man sich so schon mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Ja. Kannst du sowieso ganz gut von dem Platz aus, wo du gerade oben stehst, also du stehst jetzt an einer relativ breiten Treppe. Es liegt daran, dass der Bahnhof von Edinburgh, also Feverly Station, liegt in so einer Art Schlucht. Diese Schlucht trennt ein Stück weit auch die Old Town von der New Town ab. Die Gleise sind in der Tat, dadurch, dass es so schluchtartig angelegt ist, also Gleis 1 liegt auf der einen Seite von der Schlucht und Gleis 6 bzw. Querstrich Gleis 7 liegt auf der anderen Seite zum Norden hin, zur New Town, auch an so einer kleinen Schlucht. Also wenn du von den Gleisen aus direkt irgendwie nach oben gehen wollen würdest, müsste man entweder gucken, dass dort irgendwo eine Treppe zur Verfügung steht, was du jetzt so in diesem Halbdunkel und durch die Lichter der Stadt nicht mehr so gut erkennen kannst. Oder man müsste halt immer wieder zum Bahnhof zurück und von da aus diese großen Seitentreppen nach oben hochgehen. Das ist das, was du jetzt aus der Entfernung sehen kannst. Also du hast eine gute Übersicht über die Gleise. Die Treppen vor dir sind auch deutlich erleuchtet. Du hast halt rechte Hand von dir geht die Southbridge jetzt dementsprechend im Bogen über den Bahnhof drüber. Und mit Abständen hast du dort immer wieder so Laternen aufgebaut, die so runde, kegelartige Lichtgebilde auf dem Boden abzeichnen, sodass man auch sicher die Treppe runtergehen kann. Mhm. Es gibt also nirgendwo so komplett dunkle Stellen. Von der New Town aus siehst du jetzt auch diese hohen Gebäude für Edinburgh, also diese 7, 8, 9, 10, 12-stöckigen Gebäude, wo große Fenster drin sind. Also das ist so alles so viktorianischer Baustil, sehr schmal und sehr hoch, wo sehr viele Fenster erleuchtet sind. Und ab und zu kann man vielleicht sogar, wenn man ganz genau hinschaut, hinter dem einen oder anderen Fenster sehen, wie sich da Menschen bewegen. Aber es ist halt ein paar hundert Meter von dir wirklich weg, auf der anderen Seite vom Bahnhof. Die Bahnhofshalle kannst du auch unten sehen. Das ist im Prinzip so eine klassische Konstruktion. Erinnert einen vielleicht so ein bisschen an die Struktur des Eiffelturms. Mhm. Diese Metallschreben, die immer wieder so mit Glasbögen und so weiter versehen sind. Und der Bahnhof ist noch ein Stück weit belebt. Es sind nicht mehr viele Menschen auf diesem Bahnhof unterwegs, aber auch in dem Hauptgebäude brennt dementsprechend noch Licht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal
drauf zu. Also die Treppen runter. Mhm. Dann kommst du quasi unten auf eine Verbreiterung der Treppe aus und bist auf dem Bahngleis von Gleis 1. Ja, von da aus ist ein ganz normal langgezogener Bahnsteig, den man da im Prinzip sieht. Zu deiner rechten Seite siehst du ungefähr 50 Meter Entfernung, führt so ein schmiedeeisernes Gitter nach unten. Das ist wahrscheinlich die Treppe sozusagen zu diesen unterirdischen Tunneln, die man nehmen kann, die die einzelnen Gleise für die Passagiere miteinander verbindet. Mhm. Auf dem Bahnsteig sind auch wieder diese Lampen, die du oben schon an den Treppen gesehen hast, in etwas größeren Abständen, sodass manche Bereiche dann dementsprechend des Bahnsteigs so ein bisschen im Halbdunkel liegen. Aber auch hier eigentlich keine komplett dunklen Ecken. Was du allerdings sehen kannst, ist, wenn du jetzt dann wirklich dann mal links und rechts hochschaust, du siehst keine direkten anderen, wie hast du es vorhin genannt, Fluchtwege. Also du müsstest wahrscheinlich irgendwie durch Gestrüpp oder irgendwas klettern und dann geht es relativ steil nach oben. Weiß ja nicht genau, was du so als Flucht... Das wäre schon unter Umständen eine Möglichkeit. Also wenn es keine direkten Möglichkeiten gibt, irgendwo eine Gasse lang zu laufen oder sowas, dann sind natürlich auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kletterwände. Mhm. So für den absoluten Notfall eine passable Möglichkeit, die Örtlichkeit zu verlassen. Was denkt Ellen sich denn gerade so, vor wem er eventuell flüchten müsste? Er hat gar keine Ahnung. Einfach mal Flucht. Nein, das ist sein Naturell irgendwo. Ist ja nicht der Mutigste auf diesem Planet. Naja, man muss jetzt auch festhalten, das ist jetzt seit seit der Flucht aus dem Drake House das erste Mal, dass du wieder allein unterwegs bist. Mhm. Dementsprechend ist Ellen auch sehr vorsichtig und wird schon häufiger mal den Blick über die Schulter oder mal von rechts nach links so die Leute betrachten und vor allen Dingen Ausschau halten nach diesen gewaltig kantigen, grobschrätigen Menschen, die ihn damals das Auto reingezogen hatten. Mhm. Also solche Subjekte kannst du im Moment nicht sehen, Autos sowieso nicht, weil jetzt, du bist jetzt auch komplett auf dem Bahnhofsgelände. Dort gibt es keine direkten Zufahrtwege für Autos. Vielleicht ein Stück weiter außerhalb irgendwie für Transporter oder irgendwas, aber dort musst du jetzt nicht damit rechnen, dass da irgendwie Autos auf dieses Gelände drauf fahren könnten oder sowas. Ja, du stehst immer noch auf Gleis 1, beziehungsweise nicht auf dem Gleis, sondern auf dem Bahnsteig. Genau, und vom Bahnsteig aus gab es jetzt über Tage keine Möglichkeit, zum Gleis 7 zu kommen. Ich musste jetzt durch die Tunnel gehen, ne? Du kannst natürlich das Gleis betreten. Das ist aber nicht erlaubt normalerweise, ne? Also ja, jeder normale Bahnbenutzer würde jetzt dementsprechend ja durch diese Katakombe gehen, um zu einem anderen Gleis zu kommen, beziehungsweise um in die Haupthalle hineinzukommen. Ja, das würde Ellen jetzt auch tun. Aber es gibt ja manchmal so Bahnhöfe, da hast du so, sag ich mal, so eine Art kleinen Plattenweg, der kurz über die Gleise drüber wegführt, wenn das nur so ein kleiner Bahnhof ist, ne? Mhm. Oder ein nicht hast so oft befahrenes Gleis. Genau. Nee, hast du hier nicht. Also die Gleise sind dementsprechend ganz normal ausgestattet. Das ist ein großer Hauptbahnhof jetzt in Schottland. Das ist eine Achse, die West-Ost verbindet miteinander. Also da ist schon einiges los. Du müsstest tatsächlich dann in diese Katakomben Tunnel hineingehen. Ja. Der Tunnel ist auch an und für sich beleuchtet. Wenn du jetzt auf die Treppe zugehst, siehst du halt diese schmiedeeiserne Gitter oder Handlauf, der auch nach unten geht. Der ist so leicht dunkelgrün angemalt. Und man kann oben von dem Treppenabsatz auch schon sehen, dass du unten in diesem Gang Licht hast und dass das Licht solche gelblich-grünen Fliesen auf der Wand beleuchtet. Also das ist kein besonders dunkler Gang. Mhm. Geht das direkt in den Tunnel rein von Gleis 1? Also geht man da gerade, also man kann durch den ganzen Tunnel durchgucken oder kommt der Tunnel eher seitlich quer, ne? Ja, ja, genau, dann wird die Gleise werden quer verbunden miteinander. Dann würde ich die Treppe runter und dann am letzten Treppenabsatz vielleicht einmal vorsichtig ums Eck lupen. Mhm.
will ja nicht irgendwie überrascht werden. Ja, wenn du nach rechts schaust, siehst du, dass im Prinzip dort der Tunnel auch endet. Also es ist wie eine Sackgasse, weil du dementsprechend ja an Gleis 1 bist. Und nach links erstreckt sich dementsprechend der Tunnel, ja, so gute, würde man sagen, 60, 70 Meter dementsprechend. Mhm. Du hast ganz am Ende geradeaus geht eine breite Treppe nach oben und was du erahnen kannst, sind dementsprechend drei versetzte Eingänge, jeweils links und rechts. Mhm. Ja, dann... Da steht auch ein Schild dementsprechend an der Wand jetzt hier bei dir direkt, als du so um die Ecke schaust, wo eine große 1 drauf prangt. Mhm. Und an den anderen Eingängen dementsprechend auch 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6. Genau, ich weiß ja, wo das Gleis 7 zu finden ist. Wir haben das ja heute Morgen ist abgeklappert und würde mich dann in die Richtung auf den Weg machen. Mhm. Gut, also du durchquerst einen Tunnel, dir begegnet in diesem Moment kein Passant oder irgendwas. Oben auf dem Bahnsteig, als du da vorbeigegangen bist, haben ein, zwei Leute irgendwie scheinbar noch auf einen Spätzug gewartet. Ein junges Paar saß dort auf einer Bank. Die waren aber mit sich beschäftigt, haben sich da flüsternd unterhalten und unten im Tunnel ist niemand, während du den jetzt lang gehst. Immer wieder, wenn du an den Zugängen vorbeigehst, weht dir so ein bisschen kühlere Luft von oben entgegen. Und du kommst dann dementsprechend dann an das Ende des Tunnels und siehst dann jetzt hier auf der linken Seite auch wieder die große Zahl zu Gleis 5 und 6 stehen. Mhm. Du weißt auch, wenn ihr da... Also ihr seid ja mittags aus der anderen Richtung gekommen und seid dann dementsprechend rechts hochgegangen. Das heißt, du müsstest jetzt dementsprechend links hochgehen, die Treppe hochgehen, um an das Ende von Gleis 6 zu kommen. Und ein Stück weiter dahinter lag ja schon dieser Tunneleingang von Gleis 7. Mhm. Genau. Ja, Ellen würde sich dann links ein oder einsortieren und dann auch sehr fließend die Treppe hoch. Mhm, genau. Du kommst oben an der Treppe an und Gleis 6 ist vollkommen menschenleer. Ist niemand. Scheinbar fährt heute Abend um die Uhrzeit. Wir haben jetzt knapp 11:15. Scheint heute Abend kein Zug mehr zu fahren. Das ist normalerweise das Gleis, Gleis 6, was dann dementsprechend Richtung Westschottland und dann in die Highlands hochführt, die Züge. Von da aus kommt heute nix. Abend scheinbar nichts mehr oder es fährt auch niemand mehr ab. Dann würde ich mich mal umschauen. Gibt es hier Kameras oder sowas? Nein. Gut. Das scheint eines der älteren Gleise oder einer der älteren Bahnsteige zu sein. Wir hatten uns ja, ihr hattet euch ja schon vormittags ein bisschen umgeschaut, wegen dieser Geschichte mit der Uhrzeit und so weiter. Ich glaube, du hast dich vor allen Dingen umgeschaut. Mhm. Und das ist einer der Bahnsteige, wo die ganzen, wie nennt man das, Facilities, die so ein Bahnsteig hat, tatsächlich einer der ältesten zu sein scheint. Also das siehst du an den Uhren, das siehst du an den Bänken, die dort stehen. Auf Gleis 1 waren die relativ modern. Ja, da gab es wirklich so Sitzschalen, die schon so aus Plastik geformt waren, mit so kleinen Häuschen drauf, so die gegen Wind und Regen etwas schützen sollten. Und auf dem Bahnsteig ist es tatsächlich so, dass dann etwas weiter von dir weg steht so ein kleines Backsteinhaus mit so Holzläden, die aber geschlossen sind, wo auch nochmal so ein altes Schild an diesem Häuschen dran steht, Edinburgh Faverley Station. Ansonsten unterscheidet sich der Bahnsteig schon ein bisschen von der Nummer 1. Eben was die Ausstattung so angeht. Mhm. Da war ja dann zu erwarten, wenn das hier der ältere Trakt ist. Dann haben die diese Riesenkameras auch nicht aufgestellt. Sind ja auch ganz schön teuer, die Dinger. Ja, dann würde ich mal vorbei durchhuschen Richtung Gleis 7. Mhm. Als du den Bahnsteig so lang gehst, gehst du auch an einer dieser großen Uhren vorbei, die ungewöhnlich laut tickt, als du da vorbeigehst. Also für dein Ohr zumindest. Also kommst du in die Nähe der Uhr und dann kommt schon dieses Klacken so ganz deutlich raus. Mhm. Also so, als ob man das Uhrwerk hören würde. Okay, wenn ich sie mir betrachte, ist da etwas Ungewöhnliches dran an dem Ding? Nein, das ist eine dreizeigrige Uhr, Stundenzeit. Im Prinzip also kleine Zeiger, die Minuten
die Minutenzeiger oder der Minutenzeiger wird angezeigt und dann gibt es noch einen Zeiger, der in dem ganz normalen Tempo von den Sekunden so rumtackert. Und das ist wohl das Geräusch, was so laut ist. Das habe ich vorhin gar nicht so wahrgenommen. Na gut, es war tagsüber, es war wesentlich mehr los, es war laut auf dem Bahnhof. 2-3 Gleise waren immer im Prinzip mit irgendwelchen Zügen belegt. Teilweise diese Lautsprecherdurchsagen, das ist jetzt alles weggefallen. Und vielleicht liegt es daran, dass du das jetzt wesentlich besser hören konntest. Mhm. Ja. Du bist ja, das ist auch so der Gedanke, den Ellen gerade antrieb, so von wegen, dass die Welt sehr laut ist und dass man manche Dinge einfach gar nicht mehr hört, obwohl sie eigentlich doch da sind. Mhm. Richtig. Mhm. Mit einem kleinen Lächeln würde er dann weiter Richtung Gleis 7. Mhm. Das Geräusch des Sekundenzeigers hinter dir wird immer leiser, bis es ganz verstummt. Mhm. Je weiter du jetzt diesen Bahnsteig hinuntergehst, umso dunkler wird es um dich rum. Weil die Lichter immer in größeren Abständen stehen, beziehungsweise tatsächlich das Ende des Bahnsteiges 6 in Dunkelheit liegt. Du kannst ganz schemenhaft auf der rechten Seite davon noch so einen Bogen erkennen, der sich ein Stück weit gegen den dunklen Himmel abhebt. Weißt von heute Mittag, dass das dementsprechend dieser Tunneleingang von besagtem Gleis 7 ist. Und du gehst weiter diesen Bahnsteig entlang. Die ganze Zeit ist auf deiner rechten Seite quasi erstmal gar nichts. Und dann kommt so ein ganz großer Pöller, nicht auf dem Bahnsteig, sondern rechts neben dir. Ein Gleis beginnt, also das oder endet, wie auch immer man das sehen möchte. Das ist halt so ein aufragender Pöller im Prinzip. Und dann fangen die ersten Schienen und Querbalken von dem Gleis Nummer 7 an, was dann vor dir in der Dunkelheit verschwindet. Mhm. Ja, du passierst mittlerweile dann dieses kleine Backsteinhaus auf dem Bahnsteig 6 und stehst jetzt wirklich tatsächlich mehr oder weniger in der Dunkelheit. Gegenüber, auf den anderen Gleisen, kannst du noch sehen, wie ein paar Menschen sich bewegen. Das junge Paar, was du am Anfang gesehen hast, von Gleis Nummer 1, scheint gerade aufgestanden zu sein und jetzt auch die Treppen runter in den Tunnel zu gehen. Okay, dann schaue ich denen zwar aufmerksam hinterher, wird aber auch schon ansetzen, mich in die Dunkelheit zurückzuziehen, mich so ein bisschen der Umgebung anzupassen. Ja. Wenn du den Blick noch so schweifen lässt, siehst du halt dementsprechend, wie die Treppe runtergehen. Du kannst gegenüber die Treppe, in die Old Town führt, kannst du auch noch ein bisschen sehen. Da bewegt sich auch gerade noch jemand. Auch treppaufwärts. Mhm. Ja. Also du hast gerade so das Gefühl, so, du schaust irgendwie von dem Punkt aus, wo du gerade stehst. Und alles, was sich so an Menschen bewegt, scheint sich irgendwie so von dir wegzubewegen. Weißt du, was ich meine? Das geht so, ja. Also alle verschwinden eigentlich so ein Stück weit aus deiner Sichtweite, aus deinem Wahrnehmungshorizont. Also es kommt niemand rein. Es geht alles so raus. Okay. Das ist gut so. Ja, und das Licht im Gegensatz dazu fadet so ein bisschen in die andere Richtung. Das heißt, du gehst, ja, es wird irgendwie dunkel um dich rum. Mhm. Ist von hier aus noch eine Uhr zu erkennen? Da müsstest du dich ein Stück weit vorlehnen, dann kannst du ganz weit hinten kannst du noch die Uhr sehen, die du vorhin kurz begutachtet hast, die so laut getickt hat. Kannst du noch sehen? Ja, der würde ich nochmal die Uhrzeit abnehmen. Habe ich jetzt gerade schon was gesagt? Viertel vor, 10 vor? Ist egal, wir machen jetzt 10 vor 11 daraus. Ja. Also es ist... Ich kann mich langsam mal auf den Weg machen, runter zu den Gleisen zu gehen. Mhm. Wird Ellen zu sich sagen und dann mal in die Richtung der Gleise gehen. Weil es war ja abgemacht auf dem Gleis 7, ne?
Ja, du stehst ja quasi erhöht auf dem Bahnsteig. Ja, ja. Direkt vor dir in der Dunkelheit geht der Bahnsteig seitlich quasi nach unten und dann so anderthalb, ja, ein bisschen weniger. Jetzt mal so einen Meter vertieft ist ja schon das Gleis. Du kannst quasi auf das Gleis draufschauen. Ab und zu siehst du auch ein bisschen was von dem Gleis, weil das Mondlicht, was immer mal wieder jetzt hier so auf den Boden trifft, spiegelt so ein Stück weit so abgewetzte, abgeschliffene Teile von dem Gleis. Es ist hier und da auch deutlich verrostet, aber es gibt auch so ein paar hellere Stellen, die noch so ein bisschen blinken. Und deswegen kannst du das Gleis sofort sehen. Also du musst nirgendwo im Prinzip runtergehen, außer du möchtest jetzt wirklich dich vom Bahnsteig auf das Gleis herunterlassen. Du bist ungefähr noch gute 10, 15 Meter von dem Tunneleingang entfernt auch. Der Tunnel ist links von dir. Wenn du auf dem Gleis, also auf dem Bahnsteig stehst, mit den Füßen Richtung Gleis, liegt der Tunnel links von dir. Rechts, okay. Rechts ist die Uhr, wo du vorhin hingeschaut hast. Ich würde dann mich Richtung Tunnel etwas bewegen. Mhm. Und noch oben an den Gleisen bleiben. Also oben auf dem Bahnsteig. Mhm. Ja. Der Bahnsteig endet quasi direkt da, wo auch der Tunnel in der Erde verschwindet. Mhm. Das heißt, du könntest jetzt so weit gehen, dass du quasi an der Öffnung vom Tunnel, das allerdings ja mit einem großen Gitter versehen ist, vorbeigehst. Und dann würde irgendwann dort auch dann der Bahnsteig von Gleis 6 enden und das Gleis 6 verschwindet dann in der Dunkelheit einfach. Mhm. Ja, ohne also Schlepper oder sonst irgendwas, da fährt der Zug in die Highlands ganz normal durch. Und ich denke, er wird da jetzt einfach mal verweilen und abwarten, bis die Stunde anfängt, an der er hier eingeladen wurde. Mhm. Wo genau wartest du jetzt? Stehst du auf dem Bahnsteig? Auf dem Bahnsteig oben? Mhm. Weil im Text stand ja jetzt nicht explizit drin, dass er in den Tunnel sollte, wenn ich das mir recht entsinne. Ne? Das war einfach nur, treffen wir uns hier auf Bahngleis 7 und zur 13. Stunde. Deswegen wird Alan da jetzt in der Nähe des Tunnels oben auf dem Bahnsteig warten. So, dass du vor dem Eingang bist oder hinter dem Eingang? Oben auf dem Bahnsteig noch. Genau, aber gehst du so weit, dass du an dem Tunneleingang vorbeigegangen bist, Richtung Gleis, also Richtung Bahnsteigende, oder gehst du eher wieder zurück ein Stück weit Richtung Uhr, dass man von da aus in den Tunnel reinschauen kann? Letzteres, okay. Mhm. Gut. Ja, die Minuten vergehen. Was passiert? Nichts. Eine Minute. Zwei Minuten. Blick zur Uhr. 22.53 Uhr. Ja, die ersten 5 Minuten sind schon rum und es hat sich nichts getan. Ja, dann verweilen wir da trotzdem weiter, weil wir waren ja extra früher da. Und es ist 22.55 Uhr, das ist kein Grund, zu nervös zu werden. Wir sind immer noch die Ersten. Wir? Ja. Du bist nicht alleine? Nein, 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 das ist schon nur Ellen. Ach so, okay. Hätte sein können. Hättet ihr jetzt bei den Spielleiter überrascht, die anderen hätten sich jetzt lustig einklinken können. Ja, ich hab den Witz verkackt. Ja. Das war das Stichwort. Zwei laut rumpelnde Trolle kommen irgendwie die Treppe hoch, pumpen erstmal die Uhr um. Nein, du bleibst alleine. Mhm. 11 Uhr. Läufst du da auf und ab oder bleibst du da ruhig stehen? Hast du die Hände in den Hosentaschen oder wie können wir uns das gerade vorstellen? Nee, also Ellen hat jetzt nicht die Hände in den Hosentaschen und der läuft auch nicht wie so ein Raubtier auf und ab, sondern ist eher so ein bisschen gebeugt stehend, immer in verschiedenen Richtungen linsend, guckend. Hm.
Also du würdest da jetzt quasi stehen, ganz normal wie ein Reisender, der auf seinen Zug wartet. Also so mitten auf dem Bahnsteig steigen. Ja, ja, genau. Okay. Nur so halt in der Tunnelnähe, ne? Tunnelanfang. Ja. Und wie gesagt, also wer genau hinguckt, sieht natürlich schon, dass der ein wenig nervös ist. Und ja. Gott sei Dank ist es ja relativ dunkel. Also das heißt, wenn jetzt jemand dich von außen beobachten sollte, würde er vielleicht dieses sehen können. Diese kleinen Gesten nur schwerlich sehen können. Es vergehen weitere Minuten. Der Minutenzeiger passiert die 12. Also es ist jetzt genau 11 Uhr. Deine Augen gewöhnen sich langsam so ein bisschen an die Dunkelheit um dich herum. Die Stille wird irgendwo auch immer deutlicher. Also du hast fast das Gefühl, als wenn du so ein bisschen, ja, vielleicht müsstest du mal gähnen oder irgendwie was, so dieses Gefühl von so einem leichten, wattigen Gefühl in den Ohren. Ja, als wenn man so ein bisschen Druckausgleich irgendwie betreiben müsste. Umso besser du anfängst, in der Dunkelheit Dinge wahrzunehmen, hast du das Gefühl, dass die Silhouette der Stadt mit den Lichtern, die du vorhin noch gesehen hast, du in einzelne Fenster reinschauen konntest und ein bisschen was von der Bevölkerung von Edinburgh mitbekommen hast, wie die sich so für die Nacht vorbereiten. Dieser Eindruck wird immer ein bisschen dunkler und dunkler. So ganz am Rande deines Bewusstseins ist die Silhouette auf jeden Fall noch da. Aber verschwimmt so ein bisschen im Hintergrund des dunklen Himmels. Genau. Wenn ich den Blick Richtung Tunnel wende, kann ich da jetzt etwas mehr erkennen? Ich kann mir gut vorstellen, wo ich drauf zugegangen bin, war da jetzt nicht so sonderlich viel zu sehen. Mhm. Ja, dadurch wirklich, dass sich deine Augen in die Dunkelheit gewöhnt haben, kannst du definitiv auch sehen, dass die Schienen weiter in den Tunnel hineinlaufen. Du siehst auch an diesem großen Gitter, das den Tunnel versperrt. Es ist versperrt nicht den kompletten Tunnel, also oben ist ein ganzes Stück offen. Man müsste aber wirklich ziemlich wagemutig hochklettern und wahrscheinlich dann auch gucken, dass man im Halbdunkeln nicht diese Metallspitzen irgendwie irgendwo hinbekommt, wo man sie nicht haben möchte. Das ist aber so hoch, dass man wirklich, also das wäre schwer, da hochzuklettern. Die Metallstangen sind auch relativ nah beieinander. Ein kleines Kind könnte vielleicht durchkommen. Du bist jetzt auch nicht der Breiteste, aber... Wird eng. Das würde eng werden. Beziehungsweise es ist eigentlich nicht wirklich möglich. So viel kannst du dann sehen. Man sieht noch so ein Stück weit von den Schienen was, bis dann der Tunnel scheinbar nach unten weggleitet, also in die Tiefe verschwindet, wie Tunnel das so an sich haben. Und danach ist nur noch Schwärze. Während du diesen Tunnel inspizierst, merkst du auf einmal, dass von der anderen Seite, aus der anderen Gleisrichtung, so eine ganz leichte Kälte den Gleisweg entlang kommt. Zum Beispiel, du siehst aus den Augenwinkeln so einen kleinen Nebelschwaden, der an deinem Auge vorbeizieht. Das sieht fast so aus, als ob gerade jemand neben dir eine Zigarette raucht. Und als du, weiß ich nicht. Natürlich hingeblickt. Genau, ich wollte es dir gerade schon unterstellen, dass du hier hinschaust, hätte sein können, dass du es ignorierst. Nein, neben dir steht niemand, aber du siehst, dass auf dem ganzen Gleis sich so eine Nebelwolke entlang kreucht und fleucht, die dir entgegenkommt. Und das war sozusagen der erste Ausläufer davon, der so Richtung Tunnel zieht. Ja, und der erste Nebelschwaden, der so in so einem schmalen Streifen an dir vorbei ist, das werden immer mehr und immer mehr und die ziehen alle ein Stück weit in diesen Tunnel rein. Also die sind gut so 1,5-2 Metern von dir weg, weil du stehst ja nicht auf dem Gleis, sondern du stehst ja oben auf dem Bahnsteig. Verdichtet sich aber eindeutig und zieht sich dort in den Tunnel hinein. Naja.
Nun, das sind bestimmt nur die unterschiedlichen Temperaturen. Und man kann deutlich sehen, dass so ein bisschen Schiss in Ellens Augen sich widerspiegelt. Mhm. Aufgrund dessen blickt er sich natürlich auch mal häufiger Richtung des Treppenaufgangs, wo er hergekommen ist. Sieht vollkommen normal aus. Dort breitet sich auch überhaupt kein Nebel aus. Der Nebel scheint wirklich über diesem Gleis zu hängen. Mhm. Und während du noch so überlegst, ob das jetzt irgendwie ein physikalisches Phänomen ist oder hier irgendwie doch vielleicht etwas am Werke ist, was tatsächlich deine Nackenhaare sich aufstellen lässt, hörst du ein Geräusch. Das ist das erste deutliche Geräusch, was du eigentlich in den letzten 10 Minuten tatsächlich wahrgenommen hast, außer deine eigene Atmung. Und du hörst sowas wie tsch, 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 tsch. Ein Geräusch aus der Gleisrichtung, wo vorhin dieses Stoppding war, also dieses hochgestellte Ende von Gleis 7. Mhm. Da kommt das Geräusch her. Und im nächsten Moment musst du fast die Augen zusammenkneifen, weil du hast dich so an die Dunkelheit gewöhnt, leuchtet das auf einmal aus diesem Nebel heraus ein richtig fetter Lichtstrahl. Der macht den Nebel noch suppiger und man sieht eigentlich noch mehr, wie undurchsichtig dieses Ding ist. Aber dort schält sich tatsächlich so ein großer Lichtkegel heraus, der das Gleis ganz eindeutig beleuchtet. Und du hörst jetzt auf einmal wirklich ganz deutlich eine fette, große Dampflok, die immer lauter und lauter wird und sich jetzt auch langsam aus diesen Nebelschwaden herauskristallisiert. Mhm. Das Erste, was Ellen erstmal machen würde, mit der Hand so ein bisschen die Augen abdecken. Mhm, musst du fast machen, ja. Um nicht zu sehr geblendet zu sein. Mhm. Und halt ein bisschen ungläubig in die Richtung gucken, weil Dampfloks, das ist schon ein bisschen was her, wo ich das letzte Mal eine gehört oder gesehen habe. Mhm. Bleibst du da stehen, aber wo du stehst? Ich würde wahrscheinlich einen Schritt zurücktreten. In dem Moment, als du so einen kleinen Schritt zurücktrittst, merkst du auch schon diesen richtigen Zug, den der Zug sozusagen auslöst. Das heißt, es reißt an deinen Klamotten und in dem Moment, als du den Schritt zurück machst, rast diese Dampflok scheinbar auch, jetzt kannst du das sehen, wenn du ein bisschen durch die Finger durchlugst, mit Anhängern hinten dran an dir vorbei. Sehr laut und für eine Dampflok scheinbar in voller Fahrt. Dann würde ich noch einen zweiten Schritt zurücknehmen. In dem Moment, als du den zweiten Schritt zurück machst, kommt sozusagen so dieser High Peak, dieser vorbeifahrenden Dampflok tatsächlich genau an dir vorbei. Und es wird schlagartig danach wieder etwas ruhiger. Das heißt, das Geräusch bricht sofort nach dir hinter wieder ab und fadet so ein bisschen aus. Mhm. Weil normalerweise hättest du jetzt vielleicht etwas erwartet in dem Moment. Das Ding kracht in die Wand? Das kracht gleich in dieses Metallgitter hinein. Mhm. Passiert aber nicht. Du siehst nur, wie dieses Teil an dir vorbeigeschossen kommt. Weiß nicht, wenn du hinterher schaust, nachdem du den zweiten Schritt zurückgemacht hast, siehst du diese riesige Nebelwolke, die im Prinzip jetzt auch noch aus diesem Schornstein rauszukommen scheint und den ganzen Zug einhüllt. Und im nächsten Moment ziehen wieder diese Nebelschwaden durch die Gitterstäbe durch. Die werden quasi fast so ein bisschen zerschnitten, gehen in den Tunnel hinein. Das Licht wird langsam gedimmt und das Geräusch genauso und im nächsten Herzschlag ist alles weg. Es ist genauso ruhig wie vorher. Entschuldigung, jetzt habe ich dir reingequatscht. Mhm, nicht schlimm. Stehst halt quasi wieder genauso ruhig in dieser ruhigen Atmosphäre auf dem Bahnsteig. Und es ist nichts. Mhm. Ja, Ellen reißt wahrscheinlich dann die Augen auf, die Hand runter vom Kopf. Ist das wirklich passiert oder habe ich gerade geträumt? Wie eine Antwort
auf deine, weiß nicht, hast du die laut gestellt, die Frage? Ja, so für Ellens Verhältnisse. Du hast es quasi ausgesprochen. Und wie eine Antwort hörst du ein quietschendes Geräusch. Von wo? Von rechts, vom Gleis. Dann wird da auch der Blick hinwandern. Mhm. Da bewegt sich was auf den Schienen. Es ist kein Zug. Es scheint was Kleines zu sein. Du hast sowas vielleicht schon mal gesehen. Das ist eine kleine Plattform auf Eisenbahnreifen, in deren Mitte ein Wipphebel ist. Eine Draisine. Eine Draisine, ganz genau. Und diese Draisine kommt jetzt langsam den Weg runter. Quietschend. Ja? Mhm. Und du kannst auf dieser Draisine kannst du zwei Gestalten ausmachen. Irgendwas Großes, Schmales und was etwas Kleineres, Kräftigeres. So gute 20, 25 Meter noch von dir entfernt. In dem Moment, als du versuchst, so im Halbdunkel jetzt zu sehen, was da auf dich zukommt, hast du kurz das Gefühl, dass irgendwas vor deinen Augen hängt und du das nicht mehr ganz so gut sehen kannst wie vorher. Mhm. Deine Haare stören dich, weil die so im Gesicht hängen auf einmal. Okay, dann würde ich meine Hand heben und sie versuchen mal aus dem Gesicht zu nehmen. Ja, als du die Hand vor die Augen nimmst, fühlst du dich kurz wieder zurückversetzt in die Szene in Salvatos Magic Stock. Deine Hand sieht ganz schön eigenartig aus. Ja, aber mittlerweile kenne ich das ja. Ja, aber du scheinst die Gestalt verändert zu haben. Warum jetzt? Dieses quietschende Geräusch kommt immer näher. Mhm. Und die beiden Gestalten kannst du jetzt etwas besser schon ausmachen. Du bleibst stehen, oder? Ja, ich bin ja noch im Dunkeln, von daher sieht man mich ja so gleich nicht. Mhm. Das ist ja nun mal halt hier eine Verabredung, die stattfinden sollte. Und ich würde schon gucken, wer da jetzt auf dieser Draisine auf mich zurollt. Direkt auf deiner Höhe hör diese beiden Gestalten auf, die Draisine fortzubewegen und der kleinere von den beiden zieht an der Seite so einen großen Hebel und es macht so ein lautes quietschendes Geräusch und das bleibt direkt vor dir stehen. Die Großgestalt überragt dich mindestens um einen Kopf, wenn nicht sogar etwas mehr. Der andere ist ein bisschen kleiner als du. Mhm. Was kann du im Halbdunkeln, ja? Was wolltest kann, du sagen? Ja, ich wollte gerade fragen, was ich von denen so ein bisschen wahrnehmen kann. Sehen die vielleicht auch ein wenig anders aus als normal? Ja, definitiv. Okay. Der Größere steht jetzt sozusagen so halb links von dir und der andere ist sozusagen rechts von dir, weil die haben genauso mittig mit der Draisine vor dir angehalten. Die stehen jetzt vielleicht, du bist zweimal einen Schritt zurückgegangen, als der Zug vorbeigerauscht ist. Die stehen jetzt vielleicht 2,5-3 Meter von dir weg. Mhm. Ja, so ungefähr auf selber Höhe. Du hast halt noch so eine kleine Lücke zwischen dir und dem Bahnsteig und den Gleisen. Einen halben Meter vielleicht oder sowas. Und du siehst, dass der größere von den beiden sehr, sehr dünn ist und hagere Gesichtszüge hat. Die Kleidung ist erstmal ungewöhnlich für einen öffentlichen Auftritt. Was du erkennen kannst, der hat so eine Art Hausmantel an. Ziemlich, ziemlich löchrig und nicht mehr das Neueste. Wirkt fast wie... Ja, also es ist schon alt.
Die Kleidung scheint nicht aus diesem Jahrhundert zu sein, die der gute Mann da anhat. Und er trägt auf seinem Kopf einen relativ hohen Zylinder, der ihn noch ein bisschen größer wirken lässt. Das Allerauffälligste an diesem bleichen Kerl ist aber sein Mund. Der scheint dich anzugrinsen. Oder auch doch nicht. Nein, es sieht nur so aus, weil der hat keine Lippen. Du kannst quasi direkt in sein Gebiss reinschauen. Wenig attraktiv für einen Menschen. Der Kleinere hat eine, weiß nicht, ob Ellen ein bisschen geschichtlich bewandert ist. Ich muss mal eben hier drauf schauen. Ja gut, der wird sich ein bisschen grundsätzlich in der Schule wird er aufgepasst haben. Der Kleinere, der da vor dir steht, der hat einen Schottenrock an. Auch ziemlich dünne Beine, weil die Socken, die er da drunter anhat, die sind runtergerutscht und legen so ganz, ganz schmale, bleiche Waden frei. Und wenn du weiter nach oben schaust, siehst du, dass er dementsprechend da so eine Art Militärjacke drauf anhat und oben ein Schiffchen. Also so ein Soldatenschiffchen mit so einem karierten Band rundherum. Das ist im Prinzip, das sieht aus, als ob er eine Uniform von einem schottischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg anhat. Okay. Ja. Guten Abend, Mr. Alistair. Ich gehe recht in der Annahme, Sie sind Alistair. Der Große spricht dich an. Guten Abend. Sie liegen richtig in Ihrer Annahme. Ich habe dieses Schreiben bekommen, dass ich mich hier zur 13. Stunde einfinden soll. Ich gehe recht in der Annahme, dass die Einladung von Ihnen kam. Nun, das freut uns sehr. Die Einladung kam nicht von uns. Aber wir werden Sie zu dieser Verabredung bringen. Entschuldigen Sie die Unhöflichkeit. Mein Name ist Mr. Frog. Und jetzt zieht er so diese Gesichtszüge etwas nach oben und die Zahnreihen werden noch ein bisschen deutlicher. Also als ob er dich angrinsen würde, was etwas schwer auszumachen ist, weil er ja keine Lippen hat. Mein Begleiter heißt Mr. Nix. Wir werden Sie Miss Apple Pie führen. Miss Apple Pie hat diese Einladung im Namen der Sloach ausgesprochen. Also er bewegt sich, wenn er so redet, bewegt er auch immer den Kopf so ein bisschen nach links und rechts, als wenn er nicht so ganz fest auf dem Hals aufgewachsen wäre. Es sieht ein bisschen eigenartig aus. Bisschen wackelig. Vielleicht so OT gefragt, also OT beschrieben. Ich weiß nicht, ob du dich an... Hast du den Herrn der Ringe geguckt? Mhm, natürlich. Ja, dann kannst du dich sicherlich an den Mund von Sauron erinnern. Mhm. So ein bisschen wirkt der. Okay. Ja, also er hat jetzt nicht so einen Stahlhelm auf, aber wie so ein... ja. Ja. Genau. Mr. Nix dort dagegen ist, wie gesagt, er ist... fast ein bisschen untersetzt und hat bisher noch gar nichts gesagt. Außer, dass er jetzt so einen kleinen Schritt nach vorne macht und ein Brett umklappt. Das Brett fällt sozusagen von der Draisine runter und liegt jetzt mit der Kante auf dem Bahnsteig. Wie so eine Mini-Zugbrücke. Ja, ja. Wenn Sie wollen. Nehmen wir sie mit. Und dann zeigt dementsprechend Mr. Frog auf diesen kleinen Übergang. Auf dass sie bequem in die Reise starten können. Ja, Ellen ist ein bisschen zögerlich. Es ist für mich noch alles ganz neu. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich immer richtig verhalte. Ich bitte, dieses einfach zu entschuldigen. Diese Entschuldigung nehmen wir dankend an.
Da wir Sluach sind, wissen wir im Grunde immer, uns richtig zu verhalten. Auch Ihnen, Mr. Alan Alistair, wird es so ergehen. Das freut mich sehr, Mr. Frog. Und Alan wird dann auf diese Mini-Zugbrücke zugehen und wenn auch zögerlich den Weg auf die Draisine nehmen. Es ist im Prinzip, es ist ein Schritt. Es ist ein Schritt und du bist auf der Draisine drauf. Mr. Nix macht so einen kleinen Schritt beiseite und deutet auf ein, also auf der anderen Seite von der Draisine ist so eine Art Passagierbank. Deutet dahin und bittet dich im Prinzip damit, dort Platz zu nehmen. Vielen Dank, Mr. Nix. Und wird dann rübergehen und mich auf die Bank setzen. Mr. Frog schaut dich so an, nickt Mr. Nix zu. Halten Sie sich fest. Der Fahrtwind ist etwas wild. Okay. Und in dem Moment greifen die beiden wieder zu und fangen an zu pumpen mit diesem Schwengel. Es quietscht relativ laut und die Draisine setzt sich ganz langsam in Bewegung. Von dem Fahrtwind, von dem Mr. Frog gesprochen hast, spürst du nicht wirklich was. Und ihr haltet langsam auf den Tunneleingang zu. Fahrt immer näher ran und immer näher ran und immer näher ran. Ellen würde dann mal so mit dem Finger auf das Gitter zeigen. Das Gitter. Was ist damit? Es ist im Weg. Für uns Luach ist Gitter kein Hindernis. Und es quietscht weiter und im nächsten Moment macht es so Pock. Und ihr stoßt genau gegen das Gitter. Die Draisine knallt so in Slow Motion quasi, weil ihr bewegt euch nicht wirklich schnell vorwärts gegen das Gitter. Es gibt einen kleinen Ruck. Du machst so eine Bewegung von links nach rechts. So, wir sind nun da. Mr. Nix springt von der Draisine und geht auf das Gitter zu. Mr. Frog bleibt kurz stehen und zeigt dann so: Bitte nach Ihnen, Mr. Alan Alistair. Aber das Gitter sollte, wie gesagt, für uns kein Hindernis darstellen. Und dann kannst du schon sehen, dass der Mr. Nix auf das Gitter zugeht und so eine Hand durch die Gitterstäbe durchstreckt in die Dunkelheit hinein. Und dann macht es kurz so ein knirschend knorpeliges Geräusch. Und dann siehst du, wie sein Schultergürtel und sein Kopf zwischen den Gitterstäben verschwindet und der Rest des Körpers nachrutscht. Auf diese Art und Weise ist für uns Luach solch ein Gitter nichts weiter als ein bequemer Geburtskanal. Sie sollten es probieren. Mr. Alan Alistair. Sie meinen, ich kann das auch? Jeder von uns ist mit dieser Gabe geboren. Einige können noch viel mehr. Ob es in ihren Fähigkeiten liegen wird, werden wir vielleicht etwas später herausfinden, wenn sie bei Miss Apple Pie sind. Dann wird Ellen jetzt von der Bank aufstehen, sich von der Draisine runterbewegen. Dem Mr. Frog hinterher, dem Mr. Nix noch einmal zunicken. Andersherum. Ich bin Mr. Frog. Nix ist der auf der anderen Seite des Gitters. Der ist schon durchgegangen. Ach so. Ja, dann halt andersrum. Einmal zunicken und dann... Okay, ich werde es versuchen. Dann, so wie er, auch die Hand durch das Gitter stecken.
Dann so mit der Kopf wahrscheinlich an die Gitterstäbe andocken. Mhm. Und mal gucken, was passiert. Du flutschst im Prinzip durch. Na, auch hier wieder so ein seltsames Geräusch. Hier und da, es zwickt ein bisschen, es drückt ein bisschen. Aber mit einem etwas kräftigeren Ruck stehst du auf der anderen Seite. Na? Der Mr. Frog schaut dich an. Ich habe es gewusst. Sie sind ein Naturtalent. Ich habe gedacht, ich bleibe einfach in den Stäben hängen. Aber dann gab es einfach nach. Es ist gut, dass Sie nicht allzu lange darüber nachgedacht haben. Denn manchmal passiert das, worüber wir nachdenken, in der Tat. In der Zukunft überlegen Sie sich sehr gut, was Sie denken, wenn es Sie selbst betrifft. Und mit diesem letzten Wort siehst du auch, wie er sowieso quasi fast gefühlt diese Gitterstäbe gar nicht berührt, weil der sowieso schon so dünn und schmal ist und sich ohne Widerstand dadurch bewegt. Gut. Mhm. Ja, nun seid ihr auf der anderen Seite des Gitters. Du, Mr. Nix und Mr. Frog. Müssen wir einfach in den Tunnel. Genau richtig. Sonst würde es keinen Sinn machen, wenn wir uns durch diese Gitterstäbe hindurchgequetscht hätten. Wir werden eine Zeit lang diesen Schienen folgen. Irgendwann gibt es einen kleinen Abzweiger. Den nehmen wir. Und dann hoffentlich kommen Sie pünktlich zu Ihrer Verabredung. Dann sollten wir uns vielleicht sputen. In der Tat, Sie haben recht. Die beiden drehen sich rum und marschieren in die Dunkelheit. Aber Mr. Frog, heißt das nicht auch dann im Umkehrschluss, wenn ich mir weniger Gedanken mache, was bei mir schief gehen könnte, dass eventuell Dinge, die ich mir vorstellen kann, dann glücken? Auch das sollte funktionieren. Was denken Sie zum Beispiel jetzt in diesem Moment, was wir brauchen könnten? Wie wäre es mit etwas Eis auf den Schienen, dass wir auf den Schienen langschlittern und somit unseren Weg etwas schneller fortschreiten können? Das war übrigens Mr. Nix. Mhm. Gar nicht so schlecht, sagt Mr. Frog. Mhm. Ich schlage in diesem Moment etwas anderes für Sie vor. Und dann dreht er sich so halb weg, steht kurz komplett außerhalb deiner Sichtweite. Und du hörst irgendwas Metallenes klappern und dann macht es so ein kleines Zischgeräusch und er dreht sich rum und auf einmal wird es relativ hell für deine Augen und er hat so eine kleine Gaslaterne in der Hand. Mhm, okay. Vielleicht nicht direkt Eis, aber etwas Feuer. Für alle Game of Thrones Fans. Nein. ja, also dementsprechend eröffnet sich euch jetzt um eure kleine Gruppe herum so ein gaslichtartiges, so eine Lichtkugel. Und ihr könnt zumindest jetzt 2-3 Meter weit nach vorne sehen, wo die Gleise hinführen. Mhm, okay. Komplett im Dunkeln über diese Gleise zu rutschen, wäre doch etwas gewagt. Das kommt immer auf den Tastsinn an. So bewegt ihr euch jetzt quasi durch das Tunnelsystem. Irgendwann hast du das Gefühl, dass ihr sozusagen so den Tiefpunkt dementsprechend des Bergab erreicht habt, weil sich jetzt das Gleis wieder auf so einer normalen Ebene bewegt. Und 20 Meter, als ihr so diese Ebene erreicht habt, ist auf der rechten Seite so ein kleiner Tunneldurchgang, ganz schmal. Das sieht fast eher so aus, als wenn jemand vergessen hätte, da irgendwie den Rest des Loches zuzumauern. Es ist kein richtiger Durchgang. Und die beiden bleiben dort stehen und deuten dementsprechend auf den Durchgang. Mr. Alan Alistair, wir sind nun dort, wo wir Sie hinbringen sollten. Für uns endet der Weg hier. Für Sie beginnt.
mag ich mich an dieser Stelle für Ihre Begleitung bedanken. Auf dass wir uns vielleicht bald wiedersehen. Das liegt im Dunkeln. Und dann hörst du wieder, wie Mr. Nick so lacht. Mhm. Das waren bisher seine einzigen zwei Äußerungen, die er getroffen hat. Ja, dann wird Alan sich wahrscheinlich einmal noch vor den beiden verneigen und sich Richtung des Spaltes bewegen. Mhm. Auch Mr. Frog deutet einen kleinen Diener an. Und bei Mr. Nix hörst du so einmal, wie die Fußsohlen aneinander klatschen mit seinen Stiefeln. Mhm. Und er salutiert vor dir. Und dann drehen sich beide rum und der Lichtschein der Gaslaterne wird immer kleiner und kleiner. Jo. Ellen wird da jetzt nicht lang warten, sondern sich umdrehen und sich dem Spalt widmen. Der ist wahrscheinlich ähnlich eng wie die Gitterstäbe. So, ja, ein bisschen breiter ist er schon. Also du könntest vielleicht jetzt so, wenn du dich jetzt quer, also wenn du gerade davor stehen würdest und gerade reingehen würdest, dann bräuchtest du deine Schulter nicht mehr. Mhm. Also musst dich quasi einmal quer seitlich drehen, seitlich, um dementsprechend dich dort in diesen Spalt hineinzudrücken. Ja, gemacht. Es ist sehr dunkel da drin. Mhm. Ziemlich eng. Und für so einen Moment geht dir so durch den Kopf, was mache ich eigentlich hier? Und in dem Moment, als du das denkst, hast du das Gefühl, als wenn die Wände so ein Stück weit auf dich zurücken. Also es wird gerade irgendwie noch ein bisschen enger. Someone's always watching me. Someone's always there. When I'm sleeping, he just waits. And he stares. Someone's always standing in the darkest corner of my room. He's tall and wears a suit of black, dressed like the perfect groom. Where are you going? Why won't you stay? They might be scared of you, but I just want to play. He has no face. He hides with the trees. He loves little children when they beg and scream.